Liebe Krebsfrau, lieber Krebsmann, hier ist die Inbal von inbalstarot.com. Herzlich willkommen. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, wie dein Liebesleben nächste Woche vom 13. bis 19. April aussehen wird. Beachte bitte immer auch dein Mond, Venus und Aszendentzeichen, okay? Unten in der Infobox findest du den Link zu den häufigsten Fragen, den Link zu deiner Jahreslegung, den Link zur Monatslegung und den Link zur Übersicht aller Tarotkarten. Dort findest du auch diese Weisheitskarten für Lebensentscheidungen, die wir heute einsetzen. Okay? Also, schauen wir mal. Die Rollen können vertauscht sein und die Legungen sind immer geschlechterunabhängig. Und nicht vergessen, Zeit ist flüssig und es handelt sich hierbei um Kollektivlegungen. Alors, gib mir bitte ein Bild zum Liebesleben von Krebs. Vom 13. bis 19. April, bitte. Das hier ist jetzt rausgefallen. 48 Bereitschaft. 48 Bereitschaft. 48 Quersumme 12. 10, etwas wird abgeschlossen und es ist ein Neuanfang, entweder ein neuer Plan oder eine neue Beziehung. Etwas wird zurückgelassen, Krebs, und du fängst mit etwas anderem an. Gehst den zweiten Schritt ein für etwas anderes. Wenn ich dann noch die Quersumme von 12 nehme, dann habe ich die 3. Du wirst da schon sehr schnell eine gute Aussicht haben, was auch immer das ist, das neu gestartet wird nächste Woche. Ja? Und hier steht Bereitschaft. Mit Chancen verhält es sich nicht so, dass man zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein muss. Nein, nein. Vor allem diese, wenn wir da auf irgendwelchen Dokumentationen reiche Menschen präsentiert werden. Leute, diese Menschen waren nicht immer zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Nein, sie waren bereit für eine Chance. Kannst du dir vorstellen, wie oft du schon ein Schnäppchen gesehen hast, eine Immobilie, das ein Schnäppchen ist? Kannst du dir das vorstellen? Und wie oft hattest du das Geld beisammen dafür? Voilà. Man muss für Chancen bereit sein. Und also das gilt dann nicht nur für Häuser, das gilt auch für kleinere Dinge, wo man mit ganz wenig Investition Gewinne machen kann. Du sollst da für etwas bereit sein. Was bedeutet das? Deine Seele soll gereinigt sein. Du sollst ready sein. Die Vergangenheit abhaken können. Da kommt was auf dich zu, wo du die Vergangenheit abhaken sollst und optimistisch zum Neuen übergehen sollst. Also das Neue, das wird anfangs, wird das so auf wackeligem Bein sein. Du wirst nicht so recht wissen, klappt das oder nicht. Quersumme 12, 1, 2. Und dann Quersumme 3, du sollst dann ein Hauptantrieb sein zur Festigung dieses Plans, dieses Vorhabens. Also du musst dafür sorgen, dass etwas, das nächste Woche auf dich zukommt, etwas, das für einen Neustart steht und so ziemlich unklar ist, ob es gut werden kann oder nicht, musst du dann dafür sorgen, dass es gut werden kann. Dass ihr die Aussicht darauf habt, dass etwas gut werden kann. Zeigt ein bisschen, dass die Entscheidung bei dir liegen wird. Okay, du hast es in der Hand nächste Woche. Sei vorbereitet. Bereitschaft. Da kommt eine Chance auf dich zu und wenn du denn nicht ergreifst, wenn du nicht bereit bist in diesem Moment, also ergreifen ist das eine, aber bereit sein für diese Chance ist das andere, ja, dann verpasst du die Chance hier. Okay? Let's see. Gib mir bitte Karten zum Liebesleben von Krebs. Vom 13. bis 19. April, bitte. Der Eremit. Die erste Karte bestimmt die Energie der ganzen Legung. Gib mir einen Moment.
Okay. Krebs, die sagen mir jetzt, es geht hier nicht nur darum, in diesem Moment, wo das auf dich zukommt, was auch immer auf dich zukommt, es geht nicht nur darum, nur in diesem Moment bereit zu sein, um diese Chance zu fassen. Du musst dich auch fragen, ob du die Bereitschaft hast, das Thema, das auf dich zukommt, ein Leben lang zu einem Teilbereich deines Lebens zu machen. Wie weit geht deine Bereitschaft, fragen die Karten. Du wirst hier Dinge erfahren, die du dir überlegen musst, oder wenn ich dich jetzt frage, wirst du sagen, oh, ich liebe ihn, ich liebe sie, natürlich will ich für immer mit ihnen zusammen sein. Aber da gibt es gewisse Dinge, die du noch nicht weißt, die wirst du erfahren. Und dann musst du dir wirklich, wirklich, wirklich überlegen, ob du die Bereitschaft dazu hast, da dich reinzuhängen und da zu sein. Okay. Für immer. Durch dick und dünn. Durch arm und reich. Sechs der Münzen. Drei der Münzen. Wir hatten hier 48 und dann 12 als Quersumme, nochmals Quersumme 3. Das ist eben der Punkt, wo du bestimmst, ob es zwischen euch beiden, ich werde mich jetzt auf Liebesthemen konzentrieren, wo du bestimmst, ob es zwischen euch beiden zu etwas Gutem kommen kann oder nicht. Du musst dir hier ganz genau Gedanken darüber machen, ob du hier ein Leben lang die Bereitschaft dazu hast, mit diesem Menschen ein gesundes Geben und Nehmen zu haben, obwohl er sie in einem Bereich im Leben, das muss nicht Münze sein, das kann sonst was sein, nicht imstande ist, dir das zu geben, was du willst. Es gibt hier etwas, es gibt hier eine Imperfektion an diesem Menschen und natürlich niemand ist perfekt. Krebs, du bist auch nicht perfekt. Und die Karten fragen hier, ob du bereit dazu bist, für immer diese Waage hier gerade zu halten und diesen Menschen immer ebenbürtig zu behandeln, obwohl da eben diese eine Sache ist. Die du halt nicht bekommen kannst von diesem Menschen. Ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht ist dieser Mensch unfruchtbar, vielleicht haben sie irgendeine eine Krankheit. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß nicht, was es ist. Und sobald du das entschieden hast, könnt ihr optimistisch vorwärts schauen. Du entscheidest, ob hier aufgebaut wird oder nicht. Okay? Das durch das ist die 2. 12. Neustart. 8, 48, 12. Neustart. 2 der Stäbe. Hier 3 der Münzen. Du entscheidest, dass es vorwärts gehen wird. Oder eben nicht. Ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht ist das jemand, der einmal am Tag ausflippt. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Und du sollst sie dann trotzdem nicht danach bewerten. Fünf der Schwerter. Drei der Kelche. Der Turm. Heavy, heavy, heavy. Krebs. Also das andere da, das du noch über diesen Menschen erfahren sollst, das ist das eine. Und dann gibt es hier noch was. Und zwar hat dieser Mensch stets vor Angst. Die hatten stets Angst, dass du sie ablehnen wirst, wegen was auch immer es ist. Sie haben hier Komplexe wegen irgendwas. Und jetzt merke ich langsam, das ist nicht irgendein medizinisches Problem oder ähnliches, sondern irgendeine Einbildung. Und die bilden sich da irgendein Komplex ein, irgendeine Schwäche ein. Hier 6 der Münzen, 5 der Schwerter. Dieser Mensch ist stets nie auf dich zugekommen, weil sie Angst hatten, dass du Nein sagst, dass du ihr Ego verletzt oder was auch immer wegen dieser einen Sache. Und anstatt hier auf dich zuzukommen und hier dich dazu zu überzeugen, hier weiterzumachen,
Wie ist dieser Mensch zu jemand anderem gegangen? Ja, jetzt fragst du dich, aber die haben ja einen Komplex und warum gehen sie dann zu jemand anderem? Das macht ja keinen Sinn, dann sollten sie ja zu niemandem gehen. Ich glaube, Krebs, ich glaube, dass dieser Mensch dich auf ein Podest stellt und dadurch glaubt, dass du das eine, worin sie einen Komplex haben, nicht akzeptieren wirst. Ich glaube, dass dieser Mensch zu jemandem gegangen ist, dass ich mag gar nicht eigentlich so reden, aber ne, die Sätze kommen, die Messages kommen. Ich glaube, dass dieser Mensch zu einem Mann gegangen ist, der billiger ist, zu einer Frau gegangen ist, die billiger ist. Das ist die Message. Das ist die Message. Badabum. Ich sehe hier nicht was ganz Schlechtes in diesem Turmsturz hier. Ich glaube, dass du hier mit etwas Neuem konfrontiert wirst bei diesem Menschen, etwas, das du nicht erwartet hättest. Und dieser Mensch wird dich dann um Bereitschaft eben bitten, das ein Leben lang auszuhalten, zu begleiten oder was auch immer. Ich glaube nicht, dass es etwas Schlimmes ist. Ich glaube, dieser Mensch wird ein bisschen erschrocken darüber sein, wie wurscht dir eigentlich so etwas ist. Auf jeden Fall sehe ich jetzt hier bei dir ein Umdenken, eine neue Art und Weise, mit einem Menschen umzugehen. Eine neue Art und Weise, jemanden in einer Beziehung ebenbürtig zu verhalten, zu behandeln. Also vorher hattest du eine andere Art und Weise, mit jemandem ebenbürtig umzugehen. Und jetzt sollst du auf eine andere Art und Weise ebenbürtig mit diesen Menschen umgehen. Leute, wartet einfach mal ab und schaut, was das genau ist. Ich komme jetzt auch nicht. Ich weiß auch nicht, was das sein könnte. Ich weiß auch nicht, was das sein könnte. Okay? Das wird sich dann noch zeigen. Das wird sich mit der Zeit zeigen. Ich werde hier mit dem Hexentarot eine weitere Reihe ziehen. Dann sehen wir, was hier genau passiert und worauf das Ganze hier hinausläuft. Außerdem werde ich diese Karten hier fragen, was es hier gibt, was du noch nicht über Herzensdame, Herzensmann weißt, aber wissen solltest. Und da, wo ich Action sehe, werde ich eine Zeitkarte ziehen, dann wissen wir, wann das ungefähr stattfinden wird. Den Link für die Fortsetzung findest du unter dem Video. Falls dir mein Stil gefällt, dann freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute. Macht's gut. Bye bye.